Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Müssen wir nur noch jemanden finden, hinten in der Ecke, der uns weiterhelfen könnte. Willkommen bei Aschfeldens Edel- und Importwaren. Ich bin Filian Aschfelden, der Besitzer und Fachmann für alle Dinge, die luxuriös und exquisit sind. Womit darf ich euch heute helfen? Diese Flasche Wein, erkennt ihr sie wieder? Lasst mich einmal sehen. Ja, ein guter Jahrgang, sehr gut sogar. Ich habe in letzter Zeit die eine oder andere Flasche verkauft. Doch ich spreche für gewöhnlich nicht über die Bestellungen von Kunden. Worum geht es denn, wenn ich fragen darf? Fürstin Arabelle erhielt diese Flasche als Geschenk, doch der Wein darin war vergiftet. Was? Ich hatte ja keine Ahnung. Fürstin Arabelle ist eine meiner besten Kundinnen. Ich schwöre bei meinem Ruf, dass der Wein diesen Laden unverändert verließ. Eigentlich habe ich in letzter Zeit nur einmal diesen speziellen Jahrgang verkauft. Wer hat ihn bestellt? Oh, das ist peinlich. Castel Naviris Seneschall hat ihn bestellt. Er behauptete, die Keller von Herzogin Elea auffüllen zu müssen und verlangte, dass ich Wein zurückverkaufe, den ich von ihnen gekauft hatte. Genau dieser Jahrgang, um genau zu sein. Ihr werdet mit ihm sprechen wollen. Okay, der Verdacht gegen Elea erhärtet sich dann damit. Die Frage ist halt immer noch, war sie es wirklich selbst oder ist das Ganze ein Komplott? Ich meine, im Moment sieht es tatsächlich nicht gut aus. Also in Bezug auf ihre Unschuld. Deswegen, hier müssen wir rein. Guten Tag. Hier kann man übrigens auch ganz gut Sachen holen. Da ist sie. Fürstin Arabelles Unterstützung. Wie schön, euch wiederzusehen. Doch ich erinnere mich nicht, euren Namen auf meinem Tagesplan gesehen zu haben. Hatten wir eine Verabredung? Ich muss euch ein paar schwierige Fragen stellen, Herzogin. Müsst ihr? Nun, dann fangt an. Nach allem, was ihr für die Bewohner des Archipels getan habt, habt ihr es euch verdient, auf Förmlichkeiten zu verzichten. Fürstin Arabelle wurde vergiftet. Der Wein war Teil einer großen Bestellung, die euer Seneschall vor kurzem aufgab. Fürstin Arabelle wurde vergiftet? Geht es ihr gut? Doch was war das von wegen Wein? Ich habe in letzter Zeit keinen bestellt. Nicht so lange das Kastell noch so angeschlagen ist. Und ich habe seit dem Ärger mit Verwalter Hersian keinen neuen Seneschall ernannt. Das bestätigt meine erste Vermutung. Was ist mit dem Orden der Emporstrebenden? Er kontrolliert die Dufort-Werften. Schon wieder? Ich dachte, meine Ritter hätten sie nach dieser schrecklichen Sache mit meinem Bruder vertrieben. Danke, dass ihr mich benachrichtigt habt. Ich werde ein Bataillon schicken, das sich gleich darum kümmert. Ich weiß, wie das aussehen muss, aber ich habe mit diesen Unruhestiftern nichts zu tun. Fürst Baccaro schien anderer Meinung zu sein. Ist das so? Nun, ich will, dass der emporstrebende Fürst zur Strecke gebracht wird, genau wie ihr. Der Wein, mit dem Fürstin Arabelle vergiftet wurde, war es ein einzigartiger Dufort-Bernstein, Jahrgang 571? Ich habe heute Morgen ein ähnliches Geschenk erhalten. Es befindet sich in den Privatgemächern des Großkomtours. Ich sollte mir das Geschenk näher ansehen, das ihr erhalten habt. Der Großkomtur bestand darauf, dass dieses anonyme Geschenk vorgekostet wird, ehe ich auch nur einen Tropfen trinken durfte. Es ist in ihren Privatgemächern und wartet auf eine meiner Kammerzofen, die es probieren soll. Ihr könnt gern eure eigenen Ermittlungen anstellen. Erzählt mir mehr über diesen Brief, den ihr erhalten habt, Herzogin. Es gibt da nicht viel zu sagen. Er kam ohne Aufheben. Mit einer anonymen Notiz. Es war der Lieblingsjahrgang meines Vaters. Er war noch jung in seiner Rolle als Herzog, als der Weinberg diese kostbaren Flaschen hervorbrachte. Warum sollte jemand euch euren eigenen Wein schenken? Wir haben unsere Vorräte dieses Jahrgangs schon vor langer Zeit erschöpft. Doch alle am Hof wissen, dass ich diesen Wein mag. Wir öffneten einmal im Jahr eine Flasche, um meinen Vater und die Erhebung des Hauses Dufort zu feiern. Ich war durchaus traurig, als wir die letzte entkorkten. Also, man sollte ja nicht zu früh urteilen, aber
da das meine erste Intuition tatsächlich gewesen ist, ich glaube immer noch, dass man sie reinlegen will. Wenn es nicht so ist, dann, ja, habe ich schlechte Menschenkenntnis. Für eure nächste Feier. An Herzogin Elea Dufour, Castel Navire. Da sich der Jahrestag des Aufstiegs des Hauses Dufour nähert, dachte ich, euch steht vielleicht der Sinn nach einer Flasche des Lieblingsweins eurer Familie. Ich weiß, wie schwer dieser zu finden ist, auf das ihr euer Glas erhebt und euer Haus und Gedanken an euren Vater. Und möge Haus Dufour noch lange über den Archipel herrschen. Von einem treuen und dankbaren Bewunderer. Wer ist der Bewunderer? Also, eine ganz blöde, spontane Idee von mir wäre, dass der, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der, wo wir als erstes hingegangen sind, der schnell losfahren wollte und gesagt hat, dass sie es wahrscheinlich ist. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Das wäre jetzt so meine Vermutung, dass er es vielleicht sein könnte. Ah, Tasse von Hochinsel. Damit hat sich das doch schon wieder bestätigt, dass man hier immer gerne mal ein bisschen rumstöbern sollte. Kann ich gar nichts machen, na gut. Was meint ihr? Hat mir jemand das gleiche Geschenk geschickt, wie jenes, das Fürstin Arabelle vergiftete? Die Notiz und der Wein sind die gleichen. Habt ihr eine Ahnung, woher das Geschenk kam? Wie wir besprochen hatten und euch zweifelsohne aufgefallen ist, war der Brief nicht unterschrieben. Mein Großkomtur bestand darauf, dass jemand den Wein probiert, bevor er über meine Lippen kommt. Ich bin nur froh, dass ihr eingetroffen seid, bevor das geschehen konnte. Ja, aber wir haben immer noch nicht herausgefunden, wer den vergifteten Wein geschickt hat. Augenblick. Vorhin erwähntet ihr, dass der Ladenbesitzer behauptete, mein Seneschall hätte eine große Menge Wein bestellt. Obwohl wir das nicht getan haben, gab mir einer der Wächter Bescheid, dass eine Kurierin mit einer ungeplanten Lieferung eingetroffen ist. Ja, mir fiel auf, wie sie sich unterhielten, als ich ins Kastell kam. Echt? Mir nicht. Der Wächter befahl ihr zu warten. Dann könnte die Lösung eures Rätsels gleich dort draußen sein. Ich trug dem Wächter auf, dass sie beim Kioskplatz warten soll, bis ich bereit bin, mich um die Verwirrung zu kümmern. Sprecht mit der Kurierin und findet heraus, wer sie angeworben hat, um die belastenden Weinflaschen ins Kastell zu liefern. Ich spreche mit der Kurierin. Jemand hat sich viel Mühe gemacht, um sowohl mich als auch Fürstin Arabelle zu beseitigen, während mir die ganze Schuld untergeschoben wird. Sprecht mit dieser Kurierin und findet Antworten, sonst mache ich das. Warum sollte jemand versuchen, euch zu ermorden, um es dann auch noch so aussehen zu lassen, als ob ihr Fürstin Arabelle ermordet hättet? Um Verwirrung zu stiften und Haus Dufour zu schwächen natürlich. Und um die Friedensverhandlungen weiter zu verzögern. Vielleicht sogar, um sie ganz scheitern zu lassen. Ich habe politische Rivalen, doch keiner von ihnen würde zu einem Mord greifen. Wenn ich raten müsste, ist dies das Werk des Ordens der Emporstrebenden. Und vor allen Dingen ist es ja auch gar nicht so dumm, weil sie könnte ja jederzeit in Anführungszeichen beweisen, dass sie es nicht war. Und wenn sie aber nicht mehr lebt, kann sie natürlich nichts beweisen bzw. keiner Spur nachgehen. Ihr meint, der Orden der Emporstrebenden hat den Wein vergiftet? Ich fürchte, die Hand des emporstrebenden Fürsten dürfte bei den jüngsten Ereignissen, die den Archipel heimsuchten, den Großteil des Kurses festgelegt haben. Nennt es ein Bauchgefühl. Sprecht mit dieser Kurierin und fragt nach, was sie uns dazu sagen kann, wer sie angeworben hat. Ja, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt auch, dass sie unschuldig ist und es deutet halt auch eben alles darauf hin, ganz klar. Es gilt es nur noch, die Kurierin zu finden. Du bist nicht derjenige, der sie anhalten sollte. Aber ich habe eben nichts gehört. Ich habe zwei Leute reden hören, aber da habe ich jetzt nichts über das Thema gehört. Irgendwo hier soll sie sein. Jetzt laufe ich hier durch die Büsche durch. Ach, da ist sie. Hallöchen, Frau Kurierin. Kommt ihr aus dem Kastell? Kann ich endlich meine Lieferung machen und mit diesem verdammten Auftrag abschließen? Könnt ihr mir sagen, wer euch angeheuert hat, um diese Bestellung auszuliefern? War es Aschenfeldens Edel- und Importwaren? Aschfeldens? Nein. Ein paar Gestalten in Kapuzen haben mich angeworben, um einige Kisten an einen abgelegenen Ort im Norden zu bringen. Dort traf ich eine weitere Gestalt in Kapuze.
Sie half mir, den Wagen zu beladen und gab mir die Kisten für Castelnavire und sagte mir, ich soll die Lieferung machen. Kapuzen? Oh mein Gott, das waren die Schlümpfe. Erzählt mir mehr über diese Gestalten in Kapuzen. Haben sie euch Namen genannt? Keine Namen. Nur genug Gold, um keine weiteren Fragen stellen zu wollen. Ihr hattet gehört, wie ich einen abgelegenen Ort erwähnte, oder? Aber wenn das hilft. Sie trugen auf jeden Fall Rüstungen unter ihren Mänteln und Kapuzen. Ritterrüstungen. Okay, also waren es auch keine Assassinen. Das wäre jetzt noch mal zweiter Tipp gewesen. Könnt ihr mir sagen, wo dieser abgelegene Ort genau ist? Gleich unter den Klippen von Garrixruh. Hört mal, ich weiß schon, wie all das klingt. Doch ich brauchte diese Arbeit. Kurieraufträge sind schwer zu bekommen seit dem Ärger hier und auf Galen. Ich weiß nur, dass ich eine Ladung Kisten ausgeliefert und eine weitere für Navire bekommen habe. 5 Klare! Sagi hat euch gefunden! Ja, und ich hab Sagi gefunden! Fürstin Arabelle ging es nicht besser. Daher wollte Sagi nach Druiden Ruivana suchen. Keine Sorge, 5 Kralle. Kaska hält Wache im Alraunen Herrenhaus. Anstatt diese mehr Medizin zu geben, schickt Ruivana ihn los, um euch zu finden. Übrigens mal nebenbei bemerkt, ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, dass die Dunkle Bruderschaft die Leute ermorden wollte. Nur ich habe jetzt natürlich an Leute mit Kapuzen gedacht. Das waren dann die Schlümpfe und die Bruderschaft, die mir da eingefallen sind. Hat Druidin Ruivana euch gesagt, was sie wollte? Druidin Ruivana möchte, dass ihr umgehend in ihre Werkstatt kommt. Wisst ihr, wo sie ist? Etwas westlich von der Gonfalon-Bucht und nördlich von Druidentor. Wenn ihr sie seht, erinnert sie daran, dass Fürstin Arabelle das Gegenmittel braucht. Ich spreche mit Druidin Ruivana. Ah, da fühlt sich Sagi viel besser. Es war gut, aus diesem Herrenhaus zu kommen und etwas zu tun. Bei all diesem Warten jucken Sagi die Ohren. Dieser wird zurück zum Herrenhaus gehen und sicherstellen, dass Fürstin Arabelle ihre Tinktur nimmt. Das ist immer gut, Sagi. So, geh zu Druidin Ruivanas Werkstatt. Das dauert ein bisschen länger, deswegen sehen wir uns da gleich sofort wieder. So, da sind wir nun. Und ah, da ihr seid auch. Ihr. Ja. Ich hoffe, ihr hattet mehr Erfolg als ich, meine Freundin. Ich dachte, ich wäre in der Lage, mit den alten Rezepten aus meinem Kräuterapothekarium ein Gegenmittel herzustellen. Doch nichts, was ich zusammenmische, hat bisher gewirkt. Dieses Gift erweist sich als widerstandsfähig für unsere bewährten und treuen Elixiere. Hattet ihr euch bezüglich der Zutaten, die für das Gift verwendet wurden, geirrt? Darin liegt ja das Problem. Ich habe die verschiedenen Pflanzen identifiziert. Wurzel, Halm und Blatt. Doch das sind nicht diese Pflanzen. Nicht genau zumindest. Ich verstehe nicht. Das tat ich auch nicht. Also am Anfang. Doch nach sorgfältiger Untersuchung begreife ich langsam, dass jemand mit umfangreichem Anbauwissen neue und stärkere Formen dieser seltenen Pflanzen schuf, um dieses Gift zuzubereiten. Oh, habt ihr herausgefunden, wer den Wein geschickt hat? Der Wein stammt aus Aschfeldens Laden, doch jemand in Garrixruh hat ihn gekauft und das Gift weitergegeben. Hinzugegeben. Garrixruh? Seltsame Magie sättigt die Tierwelt um diese Ruinen. Wenn das die Quelle des Gifts ist, werde ich Proben brauchen, um ein Gegenmittel herzustellen. Trefft mich dort. Ich fürchte, wir könnten es mit einem weiteren abtrünnigen Druiden zu tun haben und einem mächtigen noch dazu. Wieso kann man nicht einfach mal gemeinsam aufbrechen und gemeinsam irgendwo hinreisen? Nein, wir müssen die Leute mal treffen. Na gut, ich treffe euch in Garrixruh. Wir werden mit Bedacht vorgehen müssen, sobald wir Garrixruh erreichen. Wenn wir es mit einem mächtigen Druiden zu tun haben, werden wir ihm nicht lange entgehen können. Warum meint ihr, dass ein Druide dahinter steckt? Die Kurierin beschrieb einen Ritter in Umhang mit Kapuze. Das klingt nach dem Orden der Emporstrebenden. Doch nur ein geübter Druide kann Pflanzen verändert und dieses elende Gift erschaffen haben. Wir wissen, dass sie zuvor schon mit dem angezeigten Zirkel zusammenarbeiteten. Vielleicht helfen ihnen immer noch druidische Verbündete. Wie lange kann Fürstin Arabelle ohne ein Gegenmittel durchhalten? Die Tinktur, mit der ich sie versorgt habe, verlangsamt die Ausbreitung des Gifts. Doch es wird das Unvermeidliche nicht für immer aufhalten. Sie sollte noch eine Weile wohl auf sein, aber ich würde vorschlagen, dass wir uns beeilen. Sobald ich eine Probe der Pflanzen habe, weiß ich, wie ich ein Gegenmittel herstellen kann. Ja,
dann lass uns wirklich beeilen. Wir treffen uns gleich am Zielort wieder. Hiermit bleibt ihr Amunara aus dem Pelz. Verdammt sei sie. Meine Freundin, seht, wurde da etwas Schweres diesen Hügel hoch und heruntergeschleppt? Weiß ich nicht. Wovon redest du? Seht ihr, der Boden ist aufgewühlt. Also sind wahrscheinlich schwere Kisten den Hügel hoch und heruntergeschleift worden. Und seht ihr da drüben? Schutt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Okay. Wenn ich wüsste, wo genau... Eine Tür. Hierher führten ganz sicher die Spuren, die wir gesehen haben. Und natürlich wieder Spinnen. Aber ich finde das immer so geil. Untersuche die Tür. Und was macht sie? Sie rennt einfach mal eben da durch. Also ich. Seid vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir allein hier unten sind. Na, ich befürchte leider auch, dass es nicht so ist. Ach, jetzt kommt er alle an, oder was? Wollt doch nur durch die Tür durchgehen. Ja, ist ja gut. Damit haben die sicher nicht gerechnet. Lass mich hier durch. Orden der Emporstrebenden hat sich hier schon eine Weile versteckt. Fürst Baccaro hatte recht, sich Sorgen zu machen. Was war das denn? Erkundet das Verlies. Ja, die Frage ist, wir müssen... Ach nee, hier müssen wir auch schon erkunden. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Hast du die ganze Zeit davor geschlafen oder was? So, willkommen, Initianten. Oje. Willkommen, emporstrebende Initianten. So mancher glaubt, wir seien nach den Ereignissen auf dem Eiland aller Flaggen besiegt. Aber so einfach löscht man die Flamme unserer Vision nicht. Ihr seid Gerüchten und Hörsagen gefolgt, um uns zu finden. Bald schon werden andere an eurer Seite stehen, im wachsenden Widerstand gegen die königlichen Kriegstreiber, die unsere Lande regieren. Die Systren werden einen Aufstand erleben. Die Ereignisse auf Galen sind erst der Anfang. Holt euch gemeinsam mit unseren druidischen Brüdern und Schwestern zurück, was rechtmäßig unser ist. Der Traum von Kasorain wird wahr werden und gemeinsam werden wir uns das Vermächtnis der Bretonen zurückholen. Ihr habt mein Wort, der emporstrebende Fürst. Der emporstrebende Fürst wirbt nach den Ereignissen auf Galen enttäuschte Druiden an? Hinterhältig. Tja, hat man was anderes erwartet? Ich nicht. So. Ah, ich wusste es, ich laufe falsch rum. Was war das denn gerade? Was ist denn hier gerade so explodiert? War das eine Stinkbombe oder was? Ich glaube, das ist irgendwie Gift, was an mir dranhängt, oder? Jetzt laufe ich zurück. Ja, okay. Gut. Ja. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Warum kommen wir denn dann hier hin? Hallo? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das ist mein Ziel, aber ich darf da nicht hin. Leute! Ist das jetzt euer Ernst? Das ist ein Scherz jetzt, oder? Was ist mit dir? Muss man dich nur mal ansprechen. Er stärkt seine Ränge mit enttäuschten Druiden. Der emporstrebende Fürst würde alles versprechen, um seine Armee anzuwerben. Aber sich auf eine druidische Prophezeiung zu beziehen. Was genau stellt der emporstrebende Fürst seinen Anhängern in Aussicht? Keine Ahnung. Und jetzt öffne die Tür. Ach, Moment, da hinten ist noch was. Ah, Moment. Nee, das ist aber nur... Doch, anscheinend doch. Das ist so ein bisschen seltsam jetzt gemacht gewesen.
kann man doch direkt sagen, Leute, ihr müsst da nochmal rein. Ihr müsst nochmal was entdecken. So, komm. Los, brav. Zau doch nicht ab. Schwachmat. Befehle des Fürsten. Druide Edreld, wie ich höre, erblüht euer Garten unter Garricks Ruh. Perfekt. Sobald ihr die Weinlieferung erhaltet, geht wie folgt vor. Gebt euer neu entwickeltes Gift in eine der Flaschen. Ich habe dafür gesorgt, dass sie Teil eines Geschenkkorbs für Fürstin Arabelle wird. Sie wird stetig argwöhnischer und sie wird wohl bald unsere Spitze im Herrenhaus der Standhaften enttarnen, wenn wir nicht zur Tat schreiten. Diesen seltenen Jahrgang wird sie garantiert nicht widerstehen können. Sie liebt Wein so sehr. Verfahrt ebenso mit dem Geschenk, das wir Herzogin Elea schicken werden. Verpackt den Rest der Flaschen ausschließlich in eine Kiste. Eine Kurierin wird draußen auf euch warten. Nimmt ihre Lieferung an und gebt ihr die Weinkisten. Die Kurierin hat den Befehl, sie nach Castel Navier zu bringen. Wenn alles nach Plan verläuft, werden Arabelle und Elea tot sein und die Schuld wird einzig und allein den Unzufriedenen des Hauses Dufour zugeschrieben werden. Was das Relikt angeht, werde ich euch während meiner Abwesenheit zur Aufbewahrung überlassen. Wenn jemand während dieser Zeit ins Zirrenhaus der Standhaften eindringt, könnt ihr damit die Tunnel unter den Kellern betreten. Zerstört sämtliche Dokumente, die ihr dort findet. Wir dürfen unsere wahre Identität erst preisgeben, wenn die Zeit reif ist. Der emporstrebende Fürst. Also, nee, das ist jetzt der emporstrebende Fürst erteilte diesem Druidenalchemisten klare Befehle. Wir müssen diesen Garten finden. Ja, wir haben ihn ja schon gefunden, aber wir durften ja nicht rein. Habe ich der Geschichte mal wieder ein bisschen vorgegriffen hier. Es tut mir leid. Alter, was sind das hier bitte für Bomben? Was habt ihr hier für Probleme? Jetzt sag mir nicht, ich kann den immer noch nicht öffnen. Ich denke, wir sollen jetzt den Garten finden. Ach, Leute. Ist das jetzt euer Ernst? Erkundet die Verliese weiter. Ja, aber hier ist doch überhaupt gar nichts mehr. Mir wird noch nicht mal mehr was angezeigt hier. Jetzt habe ich das erste Mal die Falle gesehen. wie gesagt, mir wird hier gar nichts mehr angezeigt. Hoppala. Oh, das war eine Sackgasse. Renne ich jetzt noch ein drittes Mal hier durch. Langsam wird es ein bisschen doof. Bin ich ganz ehrlich. Nein, das war eine Bombe. Ja, ich hab's gesehen. Meine Magie wird euch zerstören. War hier gerade irgendwas? Nee, das war, glaube ich, eine Funke, ne? Jetzt laufe ich schon wieder falsch rum. Moment. Da müssen wir weiter. Da ist noch was. Oh Gott, da muss man aber nah für dran sein, um das zu finden. Oh, euer Ernst. Versandetikett. Agentur Küstenvogel Express aus Dolchsturz. Lieferadresse Herrenhaus der Standhaften. Inhalt 6 Kisten des Rüstungsmachers Hirsch und Hengst. Zu Händen Hauptmann Makerite, Liga der Standhaften. Oh mein Gott, ich kann Sie nicht. Waren für das Herrenhaus der Standhaften gedacht. Warum sind Sie dann hier? Seht nach, was in der offenen Rüstung in der Liga der Standhaften. Damit könnte sich der Orden der Emporstrebenden als Retter der Standhaften. Ist das dort ein Schlüssel? Das war ich jetzt nicht schuld. Super, die Quest weiß ich nämlich, dass sie total verbuggt gewesen ist. Jetzt, wo ich gerade die Gegenstände finde. Das haben sie auf jeden Fall korrigiert. Das finde ich super. Wir hatten nicht erwartet, dass der Orden der Emporstrebenden einfach verdorrt. Doch ich hatte keine Ahnung, dass seine Wurzeln so tief reichen. Und es scheint, dass er sich sogar in unsere vertrautesten Kreise eingeschlichen hat. Jemand im Herrenhaus der Standhaften hat die Rüstungslieferung hierhin umgeleitet. Gehen wir durch, was ihr aufgedeckt habt. Wir haben Anwerbehandzettel gefunden, die an enttäuschende Druiden gerichtet sind. Wir wissen, dass der emporstrebende Fürst sich mit Fraktionen der Ahngezeiten und Feuersangzirkel verbündet hat. Aber tatkräftige Werbung für eine heilige Druidenprophezeiung, um Anhänger für seine Sache zu finden. Was ist mit diesen Kisten, die ihr gefunden habt? Laut Versandetikett waren sie für das Herrenhaus der Standhaften bestimmt und enthielten Rüstungen.
Rüstungen, die der Orden der Emporstrebenden verwenden kann, um sich als Ritter der Standhaften auszugeben. Ich kenne Hauptmann Marguerite dem Namen nach. Wir müssen mit ihr über die Lieferungen sprechen. Doch erst brauche ich Proben der Pflanzen, aus denen das Gift hergestellt wurde. Der Brief an den Druiden-Alchemisten beschrieb den Plan, Fürstin Arabelle zu vergiften und erwähnte einen Garten. Und ich nehme an, der Schlüssel, den wir fanden, gewährt uns Zugang zu diesem Alchemistengarten. Dann kann ich ein Gegenmittel für Fürstin Arabelle herstellen. Sie und Fürst Baccaro werden wissen, wie wir am besten mit dieser Lage umgehen, sobald die Fürstin sich von dem Gift erholt hat. Ja, und beim dritten oder vierten Anlauf, ja, ich muss da jetzt durch, weil da war sonst kein Weg mehr, dürfen wir jetzt den Garten anscheinend endlich öffnen. Das ist doof, wenn man von so weit diese Hinweise hier nicht sieht. Seht, ob der gefundene Schlüssel sie aufschließen kann. Dann läuft man halt ein bisschen hin und her. Druiden-Alchemisten. Sehen wir uns um. Eindringlinge, so kümmern wir uns um Ungeziefer in meinem Garten. Ja, und so machen wir das bei uns. So. Ulti genau danach habe ich gesucht. Eine Systrin-Hüllenblume. Doch ich habe noch nie eine in so einer Farbe gesehen. Ich werde eine Probe nehmen. Oh Leute, ganz ehrlich, können wir dieses Ganze hier einfach bitte fürs Haus hinbekommen? Das sieht so geil aus. Damit sollte ich ein Gegenmittel herstellen können. Was habt ihr dort drüben gefunden? Ich habe genug von der Pflanze gesammelt, um ein Gegenmittel für Fürstin Arabelle herzustellen. Sie wird bald auf dem Weg zur vollständigen Genesung sein. Habt ihr irgendetwas Interessantes in der druidischen Ritualschatulle gefunden? Ich habe diesen grünen Kristall in der Schatulle gefunden. Das ist eine Scherbe des Grüns. Ich habe noch nie zuvor eine ganze gesehen. Vor langer Zeit nutzten die Druiden sie, um heilige Orte zu schützen. Diese Praktik verdorrte wie das Laub einer sterbenden Ranke. Vor allem deshalb, weil diese Scherben so schwer zu bekommen sind. Behaltet sie fürs Erste. Was jetzt, Druidin Rivana? Jetzt? Jetzt tun wir genau das, was Fürstin Arabelle von uns wollen würde. Wir folgen den Hinweisen. Geht zum Herrenhaus der Standhaften. Wir müssen mit Hauptmann Marguerite sprechen. Ich treffe euch dort, nachdem ich mit den Vorbereitungen für das Gegenmittel begonnen habe. Okay, an dieser Stelle kann ich es absolut nachvollziehen, dass wir sie dort treffen. Nur mal so am Rande. Aber wenn man sonst immer sagt, ja, ich habe ja jetzt nichts zu tun, ich gehe da jetzt direkt hin, wir treffen uns dort. Das ist immer ein bisschen komisch gewählt. Aber gut, wir treffen uns jetzt gleich bei Hauptmann, unaussprechlich, ihr wisst, wen ich meine. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.